So, wir sollen Mark finden. Irgendwie sind hier gerade alle so ein bisschen verstreut. Oh, mehr Münze. Ja, wäre aber Zufall. 70. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ich schaff das. Warte, das war doch gar nicht mein Plan. Ich wollte doch... Verdammt. Ich wollte doch eigentlich erst gucken, was da in dem anderen Weg ist. Verdammt. Naja, aber wenn es funktioniert, dann wird der Weg wohl auch richtig gewesen sein irgendwie, ha? Verstehe teilweise. Ich weiß nicht, ob ich hier rumrufen würde. Könnte klappen. Los, Chaka, du schaffst es. Also ich an seiner Stelle, ich würde ja erstmal rüber gucken oder so. Also ein bisschen verwegen rüberlunsen. Leuchtturm jedenfalls ist noch eine ganze Ecke weg. Das ist richtig unbehaglich hier. Pass mal auf. Irgendwo drücke ich noch auf Klettern, rutsch aus und brich mir das Genick. Hallo? Wir hatten ganz am Anfang so eine Vision, wo wir gesehen haben, dass wir runtergeklettert sind mit ihm hier irgendwo, weil wir unten am Strand jemanden gesehen haben, glaube ich.
Ratte, Katze, Hund. Wenn es glänzt, müssen wir auch näher rangehen, oder? Bingo! Okay, es scheint ein Hund gewesen zu sein. Der uns hinterrücks aus dem Gebüsch verfolgt, beziehungsweise beobachtet, was ja auch eher unüblich ist für einen Hund, ne? Kein Eingang. Aber ohne Spaß, da wo wir jetzt gerade hier rumrennen auf der Insel, da dürfte der Typ doch gar keinen Einfluss mehr haben, oder? Oder soll das halt auch nur so aussehen und trotzdem sind überall Kameras? No entry. Ich gebe zu, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ah, oder auch nicht, wir können klettern. Mist! Ja, hol's verdammt! Komm, das war doch eine ganz süße Maus. Danger, keep out. Okay, die ganzen offensichtlichen Auswege sagen ihm scheinbar nicht zu. Aha. Ja, da geht's zu einem Häuschen runter, auch nicht schlecht. Hier solche Spirenzchen, weil... Okay, aber das, so rum ist mir jetzt wiederum lieber als... ich werde nicht balancieren. Das ist mir jetzt so kurz... mir zu risikohaft. Ich will nicht mal hier an der Klippe stehen. Forget it. Ich probier's. Klick. Merk schon wieder, ich glaube, ich bin schon wieder zu nah am Mikro. Voll geil, der sagt aber auch nichts, ne? Ja, ich probier's, ne? Klick.
Was heißt das jetzt? Nicht, dass das nachher hier so ein Ding ist, wo man auch noch Zeit schinden muss. Okay, Moment, habe ich vorhin nicht gesehen. Okay, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das auch machen würde. Aber mein Glück wird er sich dann in Bewegung setzen. Außerdem an so einem Stahlseil und ausgerechnet auch noch, wenn du da irgendwie nass bist, da kannst du dich nicht festhalten. Ja. Von mir. Charlie, du hast mich zu Tode erschreckt. Und du mich fast getötet. Dachte, du wärst Dumet. Du hast was? Ja. Oh, bin so froh, dass wir noch leben. Was bin ich froh, dass ich den Küter versaut habe? Wäre fast in Flammen aufgegangen. Ja, haben wir gesehen. Ihr habt's gesehen? Auf einem Bildschirm. Hier ist alles verkabelt. Wo ist der Rest? Mark, sind Sie sicher? Wir wurden bei unserer Flucht getrennt. Dumet hat hier alles mit sämtlichen Fallen versehen. Wir sind auf ihn reingefallen. Wir müssen hier weg. Zurück zur Fähre. Ist außer Betrieb. Wir haben beschlossen, zum Leuchtturm zu gehen. Versuchen, Notsignal zu senden. Gibt es auch gute Nachrichten? Jetzt, wo du es sagst? Ich dachte, ich sehe das nie wieder. Wasted time. Okay. Hier komme ich nicht durch und ich überlege gerade, ne? Aber Mark auf jeden Fall kann gar nicht wissen, wie es um die anderen steht, weil der ist ja im Keller gewesen. Er ist dann geflüchtet. Okay, der ist ja gerade gar nicht verfolgt worden von Dumet. Weil der war ja hinter den Mädchen her. Ja, was eine geile Konstruktion. Da musst du durch das Haus, um an die Außentreppe zu kommen. Das ist... Ja. Na komm. Schön, dass wir die Leiter schon gefunden haben, ne? Schwupps, sind wir oben.
Hier wirklich wohnlich sieht das hier auch nicht aus. Naja, aber so einen geisteskranken Massenmörder scheint das ja jetzt auch erstmal nicht zu stören, ne? Bitte was? Ins All geschossen heißt das Ding. Da frage ich mich doch ernsthaft, wie lange geht das Spiel noch? Ja, okay, das war jetzt aber merkwürdig. Oh nein. Wieder den alten Visitenkarten-Reinsteck-Trick versuchen. Na, wo ist es? Da. Zick. Ne, wie in echt. Bums, wichtige Notiz hier. Patientenakte. Name des Patienten: Monday, Hector Whalen. Familienarzt: Charles Brown. Ich habe Charlie Brown gelesen. Ne? Medical. Bla. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Die Untersuchung ergab, dass Hector leichte unterernährt ist. Er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zu 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. Sehr interessant. Ne, ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen akuter Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector war während des Unterrichts zusammengebrochen. Er hat sich in den 2 Wochen seit der Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt. Der wahrscheinlich aufgrund des durch Mangelernährung geschwächten Immunsystems, das sind Wörter, ne, leicht Fuß fassen konnte. Als er mit anderen Kindern in der Schule in Kontakt kam, bei der Untersuchung von Hectors Brust entdeckte ich Blutergüsse an seinen Unterarmen und Schultern, die durch grobes Spielen in der Schule verursacht wurden. Hector wird geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden. Der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nichts zu rauchen. Was? Der Mutter geraten? Ja, okay, ich habe der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen, ne? Vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. Na komm, jetzt habe ich angefangen, jetzt ziehe ich doch durch, ne? Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er hat sich fast von seiner Bronchitis erholt. Die Blutergüsse sind schlimmer geworden. Sie wurden durch beträchtliche Gewalteinwirkung hervorgerufen. Eher durch einen Erwachsenen als durch Schulfreunde. Arrangieren Sie einen Folgetermin für nächste Woche. Wir hatten ja sowas schon mal gelesen, hat er auch an den Beinen irgendwie blaue Flecken hatte oder sowas. Ne? Ich meine, das war auch Hector. So, ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinem Wunsch in meine Praxis untersucht. Er wurde von seinem Großvater George begleitet. Hectors ursprüngliche Blutergüsse sind verblasst. Sein Großvater wollte, dass ich mir Hectors Beine ansehe. Die Knöchel sind geschwollen und weisen Schnittwunden auf. Als ob er gefesselt worden wäre. Der Großvater vermutet, Hectors Mutter komme nicht mit ihm klar. Arrangieren Sie für nächste Woche einen Folgetermin. Okay. Das könnte auf jeden Fall schon mal einiges erklären. Ja, ist das jetzt hier ein Bonuszimmerchen? Ich ansonsten hier irgendwie nichts machen kann. Ja, ich dachte, vielleicht kriegt man da die Tür auf oder so. Vielleicht war da wirklich nur ein Bonus, dass ich nicht in die falsche Richtung gegangen bin, weil da war ja schließlich was, aber
So habe ich wenigstens die Vorahnung und den Hinweis gefunden, aber tatsächlich. Ach ja, Achtung! Ja, runterspringen. Zum einen frage man sich, wie das Ding überhaupt nach oben gekommen ist. Nein. Das hier sieht mir so aus, als wenn man da draufklettern könnte, müsste, sollte. Nur wie es dann von da aus weitergeht, habe ich noch nicht so gesehen. Ohne Scheiß, man hätte einfach nur gegen die Tür gehustet, ne, und die wäre aus den Angeln gefahren. Da draußen ist ein Hund. Habe ich auch gesehen. Hat mich zu Tode erschreckt. Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Ja. Sieht noch flüssig aus. Hey, sieh nur. Aha. Nee, wo ist sein Kopf? Opfer entdeckt mit getauschten Köpfen. Klar, wäre auch mein erster Impuls. Ab in die Kühltruhe. Der ist überall der Arsch, ne? Man weiß nicht, ist das Absicht? Ne, oder weiß er Bescheid oder dümpelt der wirklich nur so dumm rum? Horrorfilm-Klischees. Da wird aber niemand aufmerksam werden, oder? Hätte man doch wohl gesehen. Ich bitte euch. Ja, mein Lieblingsspiel. Ey, ohne Scheiß, also keiner. Also, wenn ich mein Messer schon in der Hand habe, dann gehe ich hin und mach den Deckel auf. Für dich. Ja. Ich hatte die ganze Zeit das Feuerzeug an der Hell beleuchtet. Okay, das war so wahrscheinlich nicht geplant. ja. Okay.
Waren wir schon überall? Oh weh. Oh mein Gott. Was? Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Warum? Weil sie ihm etwas bedeuten. Trophäen. Andenken. Dumet scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen. Schafft das ein einzelner Mann? Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Habe ich aber auch schon vermutet, tatsächlich. Aber wir haben hier so ein Schiebedingen. Macht man jetzt am besten. Ich gehe erstmal. Ah, oder auch nicht. Erklärt aber auch, wofür das Schiebedingen da ist. Alles klar. Dann machen wir das als erstes, bevor ich in den nächsten Raum gehe, weil da war wieder so ein Überraschungsdingen. Ja, so ein Vorhang. Ich will nicht, dass das dann auf einmal. Ne, weiter geht. Ne, so ein Point of No Return. Das ist so eine. Ach so, ne? Ja, dann steht hier einer rum und da. Münze, glaube ich, oder? Ist das eine? Ne, ein Ring. Harrison und Lewis. Oh. Wir haben also beide gefunden. Was wir aber theoretisch gar nicht wissen. Da unten war die Zeitung. Da er nicht hier hochkommt, gehe ich davon aus, dass hier oben nur was zum Gucken ist. Würde ich jetzt nicht unbedingt unterhupfen wollen. Spielen wir mal ganz kurz nochmal das Spiel. Achtung, da unten. Hoffentlich hält das. Kommst du denn auf einmal her?
Hä? Hätte ich vorher hier unten gucken müssen? Mal. Krass. Es geht ja auch irgendwie um Hinweise hier, ne? Deswegen. Versuchsperson ist erstickt. Das werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Ich scroll mal so durch, aber da haben wir, ne? Mr. Lee Harrison. Oder Mr. Harrison Lee. Zehnter 22. Ein paar Tage her. Maß und 50% verhärtet. Bleh. Jetzt kann ich allerdings mal hier drauf drücken. Ne? Katie hat ein Buch von Joe Morello gefunden. Das Autorenfoto zeigt den Mann, der sie auf die Insel gebracht hat. Ne? Hat Unterlagen gefunden, wie du mit seine. Okay, da kommt das zusammen. Okay. Ja, mehr oder weniger nur so eine Zusammenfassung nochmal von allem, was man so gefunden hat. Puh. Ja, aber ich schätze, wir wissen soweit, was hier los ist. Wir wissen nur noch nicht, wer genau. Da war noch was. Wer er ist, ne? An alle Einheiten hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Mundy vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mundys Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Er ist noch da drin. Mir fällt gerade ein, ganz am, ja nicht ganz am Anfang, aber wir haben relativ am Anfang, mit Jamie war das, glaube ich. Fenster? Haben wir auch so einen Turmband gefunden und da habe ich dann auch mehrmals drauf gedrückt. Es ist nur nichts passiert. Ein Bug? Fragezeichen? Okay.
Schlüssel aller Geheimgänge, ne? Was macht ihr denn da? Da haben wir gerade hingeguckt. Hat sich dann auch erübrigt. Ah, hier würde ich mein Haus aber nicht haben wollen. Ey. Na klar, Freunde. Bin schon mal übertroffen. Ich bin schon mal runtergefahren. Na klar. Leute. Kann man nicht speichern? Wenige Stunden bis zum Leuchtturm. Wo zur Hölle ist Erin? Der Plan ist, zum Leuchtturm zu gelangen. Sie weiß das. Bedeutet doch auch wieder nur, dass die auch einen Einzelpart bekommt, oder? Komme du mit. Was macht wohl Erin? Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Meinst du wirklich? Wenn wir jetzt den Plan ändern, könnten wir alles nur schlimmer machen. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Gehen wir erstmal nicht vom Schlimmsten aus. Sieht das aus, dass wir hochkommen würden. Lancieren könnten. Ein Stück Hose. Ein Stück Jacke. Ethan Winters. Ach ne, der hat eine andere Jacke gehabt, ne? Ach ja, und der hat sich die Jacke ja mit seinem Trunk, mit seinem Heilungstrank wieder angenäht, quasi. Okay, aber wir sind ja auch ein bisschen hinweisgeil, deswegen... Ich dachte mir übrigens, also ohne das jetzt groß ansprechen zu wollen, weil ich nur ein paar Minuten... Ich wollte das Video hier jetzt ein bisschen länger machen, also wirklich nur ein bisschen. Weil ich echt keine Ahnung habe, wie weit geht das Ganze hier jetzt gerade noch. Gut gemacht. Hinweise. Francis Morello. Aha.
Inferno. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Wichtige Information. Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Hörst du das? Da ist irgendwas. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Okay. Also erst dahin, würde ich sagen. Ob er hier draußen wohl auch Kameras hat? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Noch mehr Haus. Nee, Moment, Moment. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes Ei geben, um jetzt in Topeka zu sein. Ich bin ein Münzensammler. Pass auf, am Ende fehlt dann eine oder so. Dann bin ich auch wieder knatschig. Jetzt würde ich mir 8 Mal überlegen. Ja, da ist keiner der Halt an dieser Brücke. Ne? Da könntest du nicht drüber laufen. Fast in Sicherheit gefühlt hier und so ganz locker das Gamepad in den Finger, ey. Das war Glück. So, aber hier gibt es mit Sicherheit noch einen Hinweis irgendwo. Dieser alten, schmutzigen, ranzigen Hütte. Geschafft. Schuppen. Und zu der Hand da sagst du erstmal nichts. Alles klar. Aber vielleicht ist sie einfach, ne, ein bisschen abgehärteter als ich. Mir wird's komisch vorkommen. Heilige Scheiße. Oh, ich muss gleich kotzen. Seine Hand wurde abgeteilt. Vor oder nach seinem Tod? Wie soll ich das wissen? Ja, aber wir haben ja mehr oder weniger gelernt, dass diese Dinger, die hier konserviert sind, und dann auch wie Püppchen aussehen sollen, ne? Weil die halt mit diesem Acrylzeug. Ja, Acryl stand da nicht, aber. Gilt das jetzt irgendwie als Hinweis, oder? Ah, okay. Sie funktioniert noch. Ja, dann lass ich mal nicht lumpen. Obwohl, du hast doch eine Taschenlampe gehabt, oder?
Hier, du hast zwar keine, aber ich habe jetzt zwei Taschenlampen. So, jetzt würde mich nicht wundern, wenn mich das Spiel verarscht oder dasselbe nochmal passiert. Jetzt ein Ausfallschritt und fertig. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Bei der Lampe bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt wirklich nötig ist, aber schaden kann es ja auch nicht. Viel Brennholz. Mit der Axt kann er umgehen, das haben wir ja schon gesehen. Allerdings, wisst ihr was? Na, bevor ich jetzt ins Häuschen reingehe. Ich meine, ich werde, also meine Spielsession ist für heute noch nicht vorbei, aber ne, für euch dieses Video erstmal.